Beim Lernen im Netz werden unterschiedlichste Lehrmaterialien verwendet. Darunter befinden sich auch viele, die aufgrund des Urheberrechts eigentlich nicht digital kopiert und veröffentlicht werden dürften. Das gilt in der Regel für gescannte Bilder aus Lehrbüchern ebenso wie für die Verwendung von Grafiken aus dem Internet. Weil es sich beim Lernen um eine Unterrichtssituation und nicht um einen wissenschaftlichen Kontext handelt, hilft in diesen Fällen auch das Zitatrecht nicht weiter. Nicht zuletzt, weil es sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass Urheberrechtsverletzungen kein Kavaliersdelikt sind und empfindlich bestraft werden können, und weil sich zudem die Produktion eigener Lehrmaterialien meist sehr aufwendig gestaltet, werden frei verwendbare Materialien immer gefragter. Diese werden offene Bildungsmaterialien oder, auf Englisch, Open Educational Resources, kurz OER, genannt. Was genau zeichnet freie Bildungsressourcen aus? Wie der Name schon sagt, sind sie zunächst einmal frei zugänglich und kostenfrei verwendbar. Im Idealfall können sie aber nicht nur verwendet, sondern auch modifiziert und weiterentwickelt werden. Damit werden die Materialien um das Wissen vieler angereichert und gleichzeitig aktuell gehalten, was zum Beispiel bei einem herkömmlich gedruckten Lehrbuch nicht möglich ist. Gleichzeitig tragen Open Educational Resources zur weiteren Verbreitung der selbst erstellten Materialien bei, was letztendlich die Reputation der Erstellerin bzw. des Erstellers erhöht. Freie Bildungsressourcen erleichtern aber nicht nur das Leben jener, die mit Lehrmaterialien arbeiten. Sie erhöhen, zumindest theoretisch, auch die Chancengleichheit auf Bildung, eben weil sie im Netz immer und überall frei verfügbar sind. Aber Vorsicht! Wer seine selbst erstellten Lehrmaterialien anderen als Open Educational Resources zur Verfügung stellen möchte, muss das auch entsprechend kommunizieren. Am einfachsten geht das, wenn man sogenannte Creative Commons, kurz CC-Lizenzen, verwendet. Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisation, die vorgefertigte Nutzungslizenzen anbietet. Diese Lizenzen regeln, wie die jeweilige Bildungsressource verwendet werden darf. Dabei unterscheidet man zwischen folgenden Grundbedingungen: CC BY, CC ND, CC NC und CC SA. CC BY steht für BY, also Deutsch von, und bedeutet, dass der Name der Erstellerin bzw. des Erstellers in unmittelbarer Nähe zum verwendeten Werk genannt werden muss. CC ND steht für No Derivatives und bedeutet, dass die Ressource nicht bearbeitet werden darf, sondern genauso wie sie ist verwendet werden muss. CC NC steht für Non-Commercial und bedeutet, dass mit der Verwendung des Werkes keine kommerzielle Nutzung erlaubt ist. CC SA steht für Share Alike und bedeutet, dass die Materialien zu denselben Bedingungen weitergegeben werden müssen. Die einzelnen Bedingungen können miteinander kombiniert werden, sodass folgende 6 Lizenzen Verwendung finden. CC BY. Materialien unter dieser Lizenz können verwendet, verändert, kommerziell genutzt und unter anderen CC-Lizenzen gestellt werden. Es muss nur der Name der Erstellerin bzw. des Erstellers genannt werden. Die Namensnennung muss auch bei den übrigen 5 Lizenzen immer erfolgen. CC BY SA. Materialien unter dieser Lizenz sind wie bei CC BY nutzbar, allerdings können sie unter keine restriktivere Lizenz gestellt werden. CC BY ND. Materialien unter dieser Lizenz dürfen nicht verändert werden. CC BY NC. Materialien unter dieser Lizenz dürfen nicht kommerziell genutzt werden. CC BY NC ND. Materialien unter dieser Lizenz dürfen weder kommerziell genutzt noch verändert werden. CC BY NC SA. Materialien unter dieser Lizenz dürfen nicht kommerziell genutzt werden und müssen unter dieser Bedingung weitergegeben werden. Achtung! Wenn Sie Ihr eigenes Werk unter eine CC-Lizenz stellen, dürfen Sie nur Materialien Dritter verwenden, die dieselbe oder eine offenere Lizenz aufweisen. Ein Beispiel: Dieses Video steht unter der Lizenz CC BY NC. Sie dürfen das Video also nicht kommerziell nutzen, die Inhalte aber verändern. Daher können wir in dem Video beispielsweise keine OER-Materialien verwenden, die unter einer CC BY ND Lizenz stehen, weil diese Materialien nicht den Lizenzbedingungen des Videos entsprechen würden.
Weil die Open Access Bewegung in thematischer Nähe zu den Open Educational Resources steht, soll sie hier auch kurz thematisiert werden. Zitiert nach der Open Society Foundation bedeutet Open Access, dass, Zitat, Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, so dass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. Zitat Ende. Hier haben sich mittlerweile zwei Verbreitungsstrategien etabliert. Die direkte Veröffentlichung in Open Access Zeitschriften nennt man den goldenen Weg. Als grüner Weg wird die Vorgehensweise bezeichnet, digitale Kopien von Artikeln, die in kostenpflichtigen Zeitschriften erscheinen, zeitgleich oder zeitversetzt auf freien Dokumentenservern zugänglich zu machen. Seit der Gründung des ersten freien zugänglichen Dokumentenserver ArchExarchive 1991 hat sich mittlerweile eine Vielzahl von wissenschaftlichen Open Access Zeitschriften etabliert. Eine Sammlung von rund 10.000 Journalen und über 1,5 Millionen Artikeln bietet das Directory of Open Access Journals. Und als ein Beispiel für ein deutschsprachiges Open Access Journal sei die Zeitschrift für Hochschulentwicklung genannt. Dass Open Educational Resources und Open Access Journals kostenfrei verwendet werden dürfen, bedeutet natürlich nicht, dass ihre Herstellung und ihr Vertrieb nicht finanziert werden müssen. Weil es aber eben keine unmittelbaren Verkaufserlöse gibt, ist es notwendig, auf alternative Finanzierungsmethoden zurückzugreifen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Geschäftsmodelle. Zunächst können offene Bildungsressourcen natürlich finanziell unterstützt werden. Das geschieht in der Regel durch öffentliche Förderungen, private Sponsoren oder durch Bildungseinrichtungen. Sind diese Förderungen zeitlich beschränkt, was häufig der Fall ist, bekommen OER-Produktionen einen starken Projektcharakter. Das bedeutet, dass das Ende der finanziellen Unterstützung häufig mit dem Ende der jeweiligen OER-Initiative gleichzusetzen ist. Möglichst kontinuierliche und langfristige Konzepte haben wesentlich höhere Erfolgschancen. Bei Open Access Zeitschriften haben sich mittlerweile zwei Ansätze herauskristallisiert. Einerseits werden die mit der Produktion verbundenen Kosten von der herausgebenden Institution getragen, wobei Zusatzfinanzierungen vor allem durch öffentliche Förderungen möglich sind. Oder die Autorinnen und Autoren bzw. die Bildungseinrichtungen, an denen sie beschäftigt sind, bezahlen für die Veröffentlichung ihrer wissenschaftlichen Beiträge. Es existieren auch Mischformen der beiden Ansätze. Freie Bildungsressourcen lassen sich auch durch den Verkauf von Serviceleistungen finanzieren. Dieses Modell wird im Bereich der Open-Source-Softwareprodukte bereits erfolgreich angewendet. Während das Produkt, also die Bildungsressource, selbst frei verfügbar ist, kann mit damit verbundenen Serviceleistungen, wie zum Beispiel Workshop-Angeboten zur OER-Erstellung, Geld verdient werden. Werbeeinschaltungen sind eine weitere Finanzierungsmöglichkeit. Allerdings ist es relativ schwierig, in diesem Segment Werbekunden zu finden. Zudem hält sich auch die Akzeptanz von Werbeeinschaltungen bei den Nutzerinnen und Nutzern der freien Bildungsressourcen in engen Grenzen. Es geht aber auch ohne den direkten Einsatz zusätzlicher Finanzmittel. Das Geschäftsmodell der Tauschbörse baut auf der intrinsischen Motivation der Beteiligten auf. Meistens handelt es sich dabei um Menschen, die freie Bildungsressourcen aus idealistischen Motiven produzieren und verfügbar machen. Als Währung dienen hier vor allem Anerkennung und Wertschätzung, die man sich im gemeinsamen Netzwerk gegenseitig entgegenbringt. Generell ist zu sagen, dass die Geschäftsmodelle für Open Educational Resources und Open Access Zeitschriften erst am Beginn ihrer Erprobung stehen. Vieles befindet sich noch in der Experimentierphase. Eine wirklich gültige Kategorisierung ist daher nicht möglich. Allerdings legen aber gerade die vielen unterschiedlichen Ansätze nahe, dass die Beschäftigung mit freien Bildungsressourcen im Hochschulbereich an Dynamik gewinnt. Zur Vertiefung des Themas empfehlen wir folgende weiterführende Links. KÖR 13, der deutschsprachige Online-Kurs zur OER, fand im Frühjahr 2013 statt. Hier finden Sie äußerst umfangreiche Informationen darüber, wie man OER definiert
und wo man sie findet, sowie wie man sie produziert, einsetzt und finanziert. Das Kapitel Offene Lehr- und Forschungsressourcen im von Martin Ebner und Sandra Schön herausgegebenen Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien gibt einen kompakten Überblick über Open Access und Open Educational Resources. Am Portal creativecommons.org finden Sie alles Wissenswerte rund um die CC-Lizenzen, darunter auch einen Lizenzgenerator. Und die Infografik auf bildersuche.org bietet einen guten Überblick über die einzelnen Lizenzen. Abschließend empfehlen wir folgende Übungsaufgabe. Recherchieren Sie, ob offene Bildungsressourcen in Ihrer Bildungsinstitution bereits Verwendung finden oder sogar produziert werden. Überlegen Sie, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, damit es zu einer verstärkten Verwendung von Open Educational Resources kommt. Finden Sie Argumente, die für und gegen das Anbieten und Nutzen von OER sprechen. Vielen Dank für Ihr Interesse.